Eine Reihe von Gummersbacher Sportlerinnen und Sportler wurden gestern für ihre herausragende Leistung, ihren außerordentlichen Einsatz und ihr ehrenamtliches Engagement bei der Sportlerehrung in der Halle 32 ausgezeichnet. Dabei wurde unter anderem der 77-jährige Wolfgang Zapp vom TV Strombach mit dem Sport-Ehrenamtspreis gewürdigt. Moin Dominik, was suchst du denn da? Ach, ist jedes Mal das Gleiche. Ich suche schon wieder meinen TAN-Generator. Wofür brauchst du einen TAN-Generator? Na, um eine Überweisung zu machen. Nutzt du nicht die Push-TAN-App? Ist doch viel einfacher. Auschecken unter www.sparkasse-gm.de/pushtan. Vergibt sie auch heute den Ehrenamtspreis und das machen wir heute an einen sehr verdienten Mann, an eine Legende des TV Strombach. Herzlich willkommen, begrüßt bitte sehr herzlich Wolfgang Zapp. Lieber Wolfgang, eine lebende Legende des TV Strombach, eine Handballlegende, ja, müssen wir sagen, bundesweit. Also, du bist von sämtlichen Handballverbänden, vom Handballkreis Oberberg über Mittelrhein und den Westdeutschen ausgezeichnet worden. Hast zuletzt auch die Auszeichnung des Deutschen Handballbundes bekommen und er ist auch Inhaber des Bundesverdienstkreuzes, meine Damen und Herren. So, seit Ewigkeiten, seit den 60ern hast du, in den 60er Jahren wohlgemerkt, hast du schon die Handballabteilung des TV Strombach übernommen. Ist das richtig, Wolfgang? Ja. Und nochmal? In 16 Jahren. Und wie kam es, dass du mit 16 schon Bock hattest, eine Abteilung zu führen? Also ich finde heute mal in irgendeinem Sportverein einen Abteilungsleiter, der da einen Chef machen möchte. Ja, der Vorgänger hörte plötzlich auf und da stand die Mannschaft da und suchte einen Abteilungsleiter. Und bevor die Mannschaft dann abgemeldet wurde, habe ich mich bereit erklärt. Und das zu übernehmen. Natürlich ist Wolfgang auch Schiedsrichter. Ich glaube, über 10 Jahre lang hast du auch Bundesliga gepfiffen. Was hast du denn da für Erinnerungen dran? Was waren denn so deine Highlights oder Anekdoten in der Zeit, als du Bundesliga gepfiffen hast? Ja, es waren 12 Jahre. Und mein erstes Spiel in der ersten Liga war natürlich sofort der Klopper. Das war Reinickendorf von Füchse Berlin gegen THW Kiel. Erstes Spiel. Da hast du aber auch Butter im Knie. Das erste Spiel in der ersten Liga. Man musste sich ja erst hocharbeiten. Das war in der Liga und dann kam in die erste Liga. Ja, THW gegen Füchse war schon toll, aber noch schöner waren die Spiele THW Kiel gegen Roswaldstadt. In den 80er und 90er Jahren, die zusammen mit dem Vorbild Gummersbach den deutschen Handball präsentierten. Und wenn ich dann vorgestellt wurde, Wolfgang Zapp aus Gummersbach, ich bin zwar TV Strombach, wohne natürlich postalisch in Gummersbach, pfiffen 10.000 Zuschauer. Ja, wie bist du da umgegangen? Ja, ich habe meine Spiel weitergepfiffen und es klappte dann. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin gerne nach Kiel gefahren, aber auch nach Flensburg. Das war schöner als in den Süden zu fahren. Also wie siehst du da den oberbergischen Handball jetzt im Jahr 2024 aus deiner erfahrenen Sicht aufgestellt? Ja, der oberbergische Handball ist, glaube ich, ein Aushängeschild hier im Mittelrhein gewesen. Der Oberbergische ist auch der kleinste Kreis im Handballverband Mittelrhein. Neuerdings nicht mehr Mittelrhein, sondern Handballverband Nordrhein. Aber geben dort auch eine gute Figur an. Du bist zufrieden? Ich habe meine ganzen Sachen jetzt mittlerweile mal aufgehört. Ich warte nur noch die Hauptgasse vom TV Strombach und nur noch die Hauptgasse. Meine Damen und Herren, nur noch die Hauptgasse ganz loslassen kann er nicht. Und er bekommt für überragende jahrzehntelange Arbeit beim TV Strombach heute den Ehrenamtspreis der Stadt Gummersbach und des Stadtsportverbandes vom TV Strombach. Wolfgang Zapp! Pressefoto auch gerne, ne?